Hallihallo und willkommen, Leute. Viele von euch wissen vielleicht nicht, was es mit dem Titel auf sich hat von diesem Video. Aber ich möchte euch da einfach mal drum bitten. Normalerweise mache ich sowas nicht und gerade bei dem User, weil ja, ist so ein Fall für sich, aber naja. Aber ich möchte euch mal bitten, euch dieses Video hier anzugucken von German Let's Play, beziehungsweise auf seinem Kanal German Let's Fail. Der Link zu diesem Video ist unten in der Videobeschreibung. Und zwar geht es um eine neue YouTube-Startseite, die scheinbar nicht bei allem so angezeigt wird. Ich habe gerade mal bei mir geguckt. Ich habe hier noch diese YouTube-Startseite, wo ich hier die abonnierten Videos habe. Ja, ihr seht ja mal so, was ich so abonniert habe. Nicht alles von dem, was ich abonniert habe, gucke ich auch. Aber darum geht es gerade nicht. Es geht um die neue YouTube-Startseite, die German Let's Play hier in seinem Video anspricht. Übrigens, wenn ich gerade ein bisschen träge klinge, ja, es ist mittlerweile 8:30 morgens. Ich komme aus der Nachtschicht, wollte eigentlich ins Bett, aber das Video muss ich jetzt noch aufnehmen. Und zwar, ja, so wie es aussieht, scheinen hier. Wenn man die YouTube-Startseite öffnet, Katze, mach mal da keinen Lärm. Wenn man die YouTube-Startseite öffnet, wenn ihr dieselbe Startseite habt wie German Let's Play jetzt hier in seinem Video vorstellt. Katze spielt damit irgendwas rum und schärft ihren Jagdinstinkt. Ich weiß nicht, ob sie da ein Insekt hat oder was auch immer. Naja, soll also mal. Ja. Wenn ihr dieselbe Startseite habt hier wie German Let's Play. Wie gesagt, guckt euch am besten mal sein Video an. Er erklärt das Ganze nochmal hier in knapp 6 Minuten. Wird auf der Startseite selber nicht mehr direkt die abonnierten Videos bzw. die neu hochgeladenen Videos von den Abos angezeigt. Und ich denke mal, das ist. Naja, ich sag mal, für viele von euch vielleicht ein bisschen doof. Für mich als YouTuber, also als Videoersteller, ist das doof, denn ich habe auch gesehen, dass zufällig zu dem Zeitpunkt oder ab dem Zeitpunkt jetzt in den letzten 3 Tagen die Videoaufrufe stark eingeknickt sind. Gerade auch bei den Minecraft-Videos, die immer viele Aufrufe hatten. Wahrscheinlich, weil ihr meine Videos gar nicht gesehen habt, dass die hochgeladen wurden, wegen eben dieser neuen Startseite. Das habe ich, als ich das gesehen habe, habe ich mir nicht viel bei gedacht. Aber als ich jetzt German Let's Plays Video dazu gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, da macht das alles Sinn. Deswegen, falls ihr da tatsächlich diese neue Startseite habt, die German Let's Play folgt oder die er da zeigt in diesem Video, guckt euch auf jeden Fall mal bitte sein Video an. Ansonsten, ja, wenn ihr die Startseite noch nicht habt, wenn ihr noch die alte, in Anführungsstrichen, Startseite habt, die ich hier da, klack, da habe, mit diesen Abos in der Mitte und nicht mit irgendwelchen Empfehlungen in der Mitte, solltet ihr das euch vielleicht doch auch nochmal angucken, weil wegen, was laber ich hier eigentlich, Laber Scheiße und so. Ja, wichtig ist, einige User haben eine neue YouTube-Startseite, einige User haben sie noch nicht. Das heißt, die User, die halt diese neue YouTube-Startseite haben, die kommen auf der Startseite nicht direkt zu neu hochgeladenen Videos von den abonnierten Kanälen. Das ist Fakt. Da müsste man erstmal auf meine Abos klicken links. Denn hier in der Mitte sind, wie hier zu lesen ist, Empfehlungen von Abo-Aktivität. Empfehlungen. Das sind keine neu hochgeladenen Videos von den abonnierten Kanälen. Ja. Und in meinen Augen ist das von YouTube wieder ein Schritt in die falsche Richtung, aber egal. Des Weiteren finde ich. Katze, mach da mal nicht so einen Lärm. Miau. Ja, ist klar. Des Weiteren finde ich es auch nicht so toll, wie jetzt hier die Video-Upload-Dings
Oder naja, die Upload-Benachrichtigung per E-Mail, das geht gerade noch so. Aber die Kommentarbenachrichtigungen, die sind total, wenn ich das mal kurz hier Kommentare. Wo habe ich denn mal einen längeren? Hier das zum Beispiel. Ein Kommentar zu meinem fünften. Katze, jetzt geh mal weg. Ein Kommentar zu meinem fünften Minecraft Together Part. Wie ihr hier unten seht, er passt nicht mehr komplett in diese E-Mail-Benachrichtigung. Aus welchem Grund auch immer. Weil die jetzt hier das Design von der E-Mail-Benachrichtigung auch geändert haben. Wenn ich da mal ein bisschen weiter runter scrolle, vorher sahen die Benachrichtigungen ungefähr so aus. Ne, das ist immer noch das Neue. Das ist auch das Neue. Das ist schon seit einer Weile. Ja, so sahen die aus vom Design her. Da waren auch bei längeren, wenn ich hier mal irgendwo ein paar längere drin hätte. Jedenfalls auch wenn da längere Kommentare waren in dem Design, wurden sie komplett angezeigt. Und jetzt hier mit dem neuen Kanal, mit diesem neuen E-Mail-Design werden teilweise längere Kommentare nicht komplett angezeigt. Da müsste ich dann erstmal umständlich auf irgendwelche Links klicken, um sie mir dann auf der Seite anzeigen zu lassen. Finde ich nicht schön, da ich gerne meine E-Mails hier über das, meine Kommentare über das E-Mail-Programm lese. Ich laber hier wieder nur Stuss, weil ich total übermüdet bin. Aber das ist auch nur beiläufig. Es geht um die neue Startseite eigentlich. Und wie gesagt, da kann ich nur zum 12. Mal wiederholen. Guckt euch am besten einfach mal das Video von German Let's Play an. Der hat das Ganze einigermaßen anschaulich dargestellt. Und ja. Mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen. Weil ich bin total übermüdet und im Arsch und so. Ja, egal. Mehr ist das ja auch nicht. Das sind jetzt 7,5 Minuten sinnloses Gefasel. Ich mache jetzt Schluss und ja, bis dahin.